begrüße würdig. Ich freue mich so, euch wieder zu unterhalten. Würdig. Charlotte Würdig. Das ist die Ehefrau von Paul Würdig. Charlotte Würdig würde ich gerne mal Charlotte nennen. Ich auch. Kennst du Paul Würdig? Oh Gott, das ist richtig die furchtbare Scheißaufgabe. Nein, wer ist Paul Würdig? Ich bin Schauspieler. Nee. Er nennt sich super intelligentes Drogenopfer. Hey, das kenne ich. Ist das ein Rapper? Ja. Oh Mann. Wir werden gestraft mit dem ganzen Quatsch, den wir schon mal scheiße fanden. Kann ich auf die Wolken? Ja. Die lila Wolken? Wir werden wach, wenn die Wolken wieder lila sind. Oder so. Da habe ich richtig Aggression gegen den Zaun. So. Saris. Ich wünsche euch allen Saris. Und Ehek. Eine tödliche Kombination. Nein. Das tue ich gerade. Bei mir im Team hat jetzt eine beide Ehek. Ja? Ja, ich dachte, habe auch gefragt, ist das nicht vorbei? Aber offenbar nicht. Ist immer noch. Aus Deutschland? Aus Deutschland? Ja, hier ist aus Deutschland, ja. Ist die Deutsche? Weiß ich nicht, aber ich weiß auch nicht, was das mit Ehek zu tun hat. Also, ich treibe nur eine Konversation, wenn ich die Stimme. Oh, die kann aber gelegen. Aber trotzdem. Weiß nicht, wer. Fünf hast du schon. Nummer 95. Das ist doch kacken, kacken. Ich bin auf der Wolke gelandet. Na, hast du immer. Und lass mich jetzt zur lila Münze fahren. Was für jede einzelne Münze muss man 10 Minuten warten, fahren. Nicht mehr so 28 auf einem Haufen. Oh oh. Oh boy. 10! Ein Zehntel ist geschafft! Gott, das ist das Schlimmste. Und das war bestimmt die leichteste von einem unkompliziertesten zu erreichen. Aber immerhin läuft es nicht so richtig Gefahr abzustürzen. Gut, der hier noch entschieden, unentschieden. Ich glaube, hier ist aber wirklich nichts im Wasser. Ich kann nicht so gut schwimmen. Aber als Bienen-Mario bist du doch eigentlich ein toller Hecht. Ja. Obwohl man als Hecht eigentlich viel besser schwimmen kann. Als Fliegen. Verrückte Wunderwelt der Tiere. Dein Fachgebiet. Und ich ist nicht mehr das Schlechteste. Das Schlechteste ist es jetzt Sport und Freizeit. Das war doch immer dein Bestes. Das einzige unter 50%. Nee. Oh, du bist zu leicht. Da, links. Kann ich aktuell abstürzen. Ja. Stimmt. Du hast gesagt, es ist nicht möglich. Das ist nicht so leicht möglich. Da unter der Zielfahrflagge sind noch drei. Kannst du am rechten Bildschirm rein? Ah, ich sehe. Wieder sicherer. 22! Nein! Dusselig! Mochelig, hast du das Buch gelesen? Oh Gott, warum sollte ich das tun? Weiß ich nicht. Das wäre eine große Zeitverschwendung. Ja. Ich dachte, du bist ein Fan von solchen Super-Sachen. Ja, das noch, wie heißt die noch, die Dinge? Cinja und Mazar? Nein, wie das geschrieben wird. Cinzia Ares. Ja? Keine Ahnung. Nee, Susanne Fröhlich, heißt sie.
Kann sein? Weiß ich nicht. Glaube nicht. Das ist der Titel, weil vielleicht, mein, vielleicht hat der Verlag das entschieden und nicht sie, aber für den Titel muss man schon geschächtet werden. Geschächtet werden. Ja, hey! Ja, eigentlich ist mir was für. So, ein Viertel ist vorbei. Und gut die Hälfte des Videos. Die Aufgabe ist zu lang. Das ist Quatsch. Das ist wirklich Quatsch. Die macht weder Spaß, weil diese Bienenfliegerei auch einfach nicht so viel Spaß macht. Na, das ist nicht auf die rechte Wolke eher als auf die linke. Ach man. Wie Mario ist immerhin mein liebstes Mario-Verwandlungs-Item im Spiel. Wie war es? Die Feuerblume? Ja. Du magst, ach ja, die Scheiße hier, wenn man so. Ja. Ja. Weil du hast doch mal gesagt, du bist ein großer Freund der Feuerblume. Was habe ich das denn gesagt? Mario World. Ja, das ist ja aber auch. Mario World ist ja auch ein richtiges Spiel. Wo man auf Knopfdruck schießt und nicht mehr eine Schüttelei aus der Handbewegung. Genau. Kein Motion Capture Control. Das wäre geil, wenn das Motion Capturing richtig ist. Also erst auf die rechte, sagst du, ne? Ja, dann bin ich nicht gegangen. Gut. 28 schon. Guck mal, da hinten sind viele auf dem Haufen. Das ist schon ein bisschen Triforce gut hier, oder? Ja. Ich würde sagen, das ist die blödeste Mission im ganzen Spiel. Hab ich das? Ja. Bilder? Ja. Viele? Aber wir haben auch. Ich hab's einfach laufen lassen, weil es so gut lief. So lange haben wir noch nie ein Video am Stück gehabt. Anderthalb Stunden schon. Krass. Wie spät ist es denn? Es ist jetzt schon 10 vor 4. Und die. Lakitu. Braucht ihr nicht. Und auf der Brücke ist noch einer. Ja. Zwei. Ich hatte jetzt eben kurz gedacht, als ich nicht hingeguckt habe, längere Zeit, dass wir jetzt über 60 Münzen sind. Da unten ist entlang der. Oh, wie ist denn das jetzt mit mehreren Wegen oder was? Alter. Guck dich da unten entlang der Burgmauer. Hm. Hast du das? Nee. Das war so lange kaputt. Anderthalb bis zwei Jahre. Oh, this is very tedious. Isn't it? Tedious. Da gibt es kein gutes Deutsch. Hast du die von unten schon? Nein. Von wo? Von unten an entlang der. Von dem Strah hier? Hier, da, die hier unten. Dann musst du den zweiten noch eine neue Biene holen. Nee. Ach, die kriegst du gar nicht von hier, ne? Oder? Mit Sprung vielleicht? Also Sprung und Schüttel? Nee. Vielleicht doch. Nee. Nee, Sprung und Schüttel, nicht Schüttel und Schüttel. Ja, ja. Aber. Nee. Ah, du springst. Nee, okay. Geht nicht. Ja, ja. Ich dachte vielleicht, weil du so nah an der Mauer bist, dass du von der Mauer noch springst. Auf der Mauer sitzt eine kleine Wanze. Schau dir die Wanze an. Mann. Aber es ist, liegt ja auch daran, also es ist, glaube ich, sowieso nervig. Aber man würde sich auch nicht so sehr daran stören, wenn man das Gefühl hätte, dass es so viel Videozeit frisst. Wenn man jetzt einfach nur ein bisschen rumrennen würde durch das Level, das ist ja eigentlich, soll es ja auch Spaß machen, durch so ein schönes blaues Level zu laufen. Du meinst, wenn man das nicht professionell spielen würde? Genau. Come on! Oh, du dumme Biene!
passiert, wenn du da einfach durch weiter schwimmst? Weiß ich nicht. Traue ich mich das? Auf der Wolke ist ja nichts mehr, nur hier auf Toads Hürde. Da auf Wolli ist da was drauf. Aber da komme ich nicht hin ohne Biene. Nicht? Die steigen das ja runter. Sehr. Kannst du nicht jetzt anspringen? Aber vielleicht ist es auch eine Biene. Ja, das ist auch eine Biene. Dann muss ich mit der wieder hochfliegen. Aber nicht in die tödlichen Strudel geraten. Sind die tot? Ja, nicht instant, aber ich glaube, ich bin schon Aua. Mann, ich bin getaucht, das war doof. Ich bin in der falschen Richtung unterwegs. Das mit Prag habe ich jetzt nicht verstanden. Was? Mit dem Embargo. Naja, ich habe am Donnerstag ein bisschen, am Freitag und am Samstag recht viel Bier getrunken. Und zwar immer so über den ganzen Tag verteilt. Das war nie so richtig schlimm, aber immer so von der Masse her fies. Und deswegen wollte ich jetzt nicht eigentlich gleich am Mittwoch drauf schon wieder zum Bier greifen. Verstehst du? Nee. Kein Verständnis. Irgendwann hat er nur einmal Urlaub. Na, stimmt nicht. Und jetzt habe ich gar keinen Urlaub. Ich auch nicht. Ja. Deswegen. Jetzt zu Captain Toad, da geht nicht, oder? Oh, rechts auf die Wolke, geht das? Ja. Dann würde ich sagen, es ist gut, dass der Whisky kalt gestellt ist. Oh Gott. Das ist sehr nett, dass ich das jetzt erfahre. Oh Gott, das geht da hinten noch ewig weiter. Aber du bist über die Hälfte. Applaus für diesen Zustand. Und dann habe ich wie viel Zeit für gebraucht? Etwa eine Viertelstunde. Das sind wie viele Minuten, Münze pro Minute? 55 durch 15. Boah, Vieh auf dem Haufen und ich muss da noch mal ranfliegen. Alter, das ist doch echt schon, die sind teilweise ganz schön auffällig, psychisch. Ich hab keinen Überblick. Ich probier nochmal um, es wäre richtig für den Arsch, wenn du jetzt hier eine verlierst. Ist das so Yoshi-mäßig oder was ist das hier? Und ohne den Piranhas wird auch nichts sein, ne? Nee. Und da ist ein heißer Geysir. Willst du das noch zu Ende machen? Auf jeden Fall. Scheiße. Ja, du hast noch so 3 Minuten. Das schaffe ich. Nein, das schaffst du nicht. Aber wir können es ja einfach im nächsten Video weitermachen. Oh nein. Du. So. Oh, gerne. Bist du noch da hinaus? Ich kann das immer schlecht einschätzen, wo die genau sind, ne? Ja, mit 3D-Brille wäre das leichter. Was machst du denn? Ich guck, ob hier oben drin gesehen. Clever. Dann bist du nach vorne geflogen. Haben wir schon mal zusammen getanzt? Oh Gott. Was meinst du damit? Klassisch? Walzer? Walzer? Nein. Walzer. Nein, auch das nicht. Im Club? Ich hab Höhenangst, Alter. Ja.
Salsa, Walter, im Club. Im Club? Ja, im Club schon, ein, zwei Mal. War nur. Oh. Irgendwelchen Geburtstag, keine Ahnung, nochmal irgendwann zusammen auf dem Kiezler noch bestimmt. Was haben wir, was lief da? Vielleicht warst du mal mit dem Revolver oder wie ganz früher. Ich war ein oder zwei Mal, also da habe ich glaube ich nicht getanzt. So, du könntest jetzt das Video selber unterbrechen und danach selber weiterspielen. Und wir machen eine Video-Video-Pause. Video-Video-Pause. Vielleicht jetzt weiter im nächsten Video nicht gleich mit noch mehr Münzen Spaß. Ja, juhu.